Ich glaube, ich habe genug Routen. Ich gehe jetzt mit den Routen zu Ghana und besiege ihn. So. Any process, 1% tot. Ich gehe mal hier lang. Hallo? Einfacher Stock. Immerhin, Stärke 4. Hier ist nichts. Okay. Hier haben wir nochmal einen Router. Ich glaube, ich hätte dich nicht aktivieren sollen, oder? Ach doch, lecker Bimmer. Ich bin dein Freund? Fragezeichen? Er ist wirklich mein Freund. Ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Das ist das Pura-Pad. Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird. Endlich, Pate. Das Pura-Pad, das nur ganz spontan aussieht wie Switch in der Handheld-Modus. Prinzessin Zelda weiß kaum, einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Pura-Pad. Es hat einige für ein Abenteuer äußerst nützliche Funktionen zu bieten. Okay, hiermit kannst du die Funktion des Pura-Pads nutzen. Okay. Ich habe es nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß dir übergeben, Meister Link. Meines Wissens nach soll sich Prinzessin Zelda an dem Ort befinden, der auf der Karte des Pfades angezeigt wird. Ich habe dir alles mitgeteilt, was mir aufgetragen wurde. Dafür bin ich auch dir sehr dankbar, Dienerkonstrukt. Aber die wichtigste Frage hier im gesamten Spiel ist jetzt, wo bin ich eigentlich hier? Dies ist der Garten der Zeit. Und das dort ist der Tempel der Zeit. In vergangenen Zeiten wurden an dieser Stätte Riten und Zeremonien des Königreiches abgehalten. Doch heutzutage besucht diesen trostlosen Ort niemand mehr. Was ist das da hinten? Ich sehe es doch schon von hier aus. Wäre das mit dem Brück im wahren Leben zu einem? Ein Brück auf Knopfdruck. Würde so viele Probleme lösen. Wir haben die Karte sofort? Also. Ach du liebst es. Ach du. Du liebes. Ach du. What the? Die nächsten 3 Jahre. Karte aufdecken. Mann, das ist gleich geblieben. Okay. Äpfel. Was ist das denn? Ja, okay. Lass ich mal da stehen, ne? Einfacher Stock. Oh, du bist es. Du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Möchtest du damit gegen die Militärkonstrukte kämpfen? Militärkonstrukte?
Die Militärkonstrukte wurden damit beauftragt, diesen Himmelslande zu schützen. Unsere Erschaffer, die Sonau, befallen ihnen, unerwünschten Eindringlingen den Gar auszumachen. Sie werden dich sicherlich als Eindringling betrachten, scheu daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kennst du es schon, doch lass mich dir eines jeder Mittel verraten, bitte höre aufmerksam zu. Du solltest stets den passenden Abstand einhalten und den Zielerfassung nutzen, statt willkürlich um dich herumzuschlagen. Naja. Ich lasse dich die Zielerfassung mit Freunden an mir selbst ausprobieren. Doch, bitte nicht wirklich angreifen, nur probieren, ja? Sei erneut vor den Militärkonstrukten gewarnt. Unsere Erschaffer trugen ihn auf, dieses Land zu schützen. Wie klar. Sie werden dich sicherlich als... Ja. Schon gut. Ja. Hallo. Ah, ja. Geht schon klar. Jussi. Noch mehr. Hallo. Ihr sagt ja alles das Gleiche. Warte mal, wie bist du so schnell hier hingekommen? Sonau-Energiesphäre. Material, das unter anderen Konstrukten als Energiequelle diente. Es strahlt eine Kraft aus, ja. Okay. Ich glaube, ich muss hier lang. Und wieder in den Tod. Oh, Kröte. Ich stell mir vor, du bist einfach eine Spurtkröte, eine Kröte, die oft an Gewässern zu finden ist. Und dann landet auf einmal ein Typ auf dich drauf. Oh oh. Warum hat er ein rotes Licht? Gibt es hier sonst noch eine Kröte? Nö. Ich habe alle Kröten verscheucht. Ja, super. Ich gehe erstmal hier lang. Gibt es ja hier noch spannendes Befinden. Hätte aber gerne Oberkleidung. Nee. Nein, das war doch auch nö. Nee. Alles nur nicht du. Och nö. Oh, du hast mich gefunden. Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krog, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück, ja? Nein. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendetwas auffällig erscheint, solltest du dort suchen. Nein, nicht ihr. Nur nicht ihr. Das ist doch nicht die Krux. Wo geht's hier lang? Hallo? Ist hier noch was Spannendes zu sehen? Nö. Es geht schon wieder los. Die Krogs sind wieder unterwegs. Das finde ich nicht schön. Die Nerven, wie geschwind. Was soll ich mit den Dingern hier machen? Ach, das sind Vasen. Blub. Weiter. Wow. Danke.
Danke für diesen einen Pfeil. Apfel. Das sind Vasen. Ich dachte, was sind das denn für komische Dinger? Blub. Ist da was drin? Ein Apfel. Warte. Ja, komm. Ich mache erstmal mein Master-Schwert hier kurz. Blub. Pfeil. Okay, ich höre ja schon auf, alles zu kommentieren. Wie lange braucht es jetzt eigentlich, bis mein Master-Schwert sich wieder regeneriert? Steht nicht bei, okay. Dann nehme ich jetzt meine halb kaputte Route. Und gehe jetzt diesen Weg lang, die ich auch muss. Oh, Chili. Nebel, bist nebelig, du. Nebelst nebelig. Ah, ich habe heute nicht viel geschlafen. Kann ich hochlaufen? Gucken wir doch mal. Oh, Tempel. Und der Drache. Okay. Blub. Ich vergesse es immer wieder. Ich habe ja kein Parasegel mehr. Arm verstehe ich ja, aber wo sind meine anderen Sachen? Bin ich nicht nett, dass ihr mich beraubt habt? Oh oh. Einfacher Stock. Nett. Oh, ich kann Sachen kochen. Ist das genauso wie hier? Einmal in die Hand. Das ist ja eher für Medizin. Komm, machen wir doch mal sowas. So, und kochen. Scharfes Kochobst lässt sich große Kälte aushalten. Level 1. Ein süß-saures Gericht, bei dem ein Haufen Obst zusammengekocht wird. Wähle ein Gericht in deiner Tasche und dein Rezept aus, um die Zutaten zu überprüfen. Es gibt ein Rezeptbuch. Endlich. Das habe ich im Vorgänger vermisst. Ah ja, just saying. Ich habe mir überhaupt keine Trailers angeguckt. Das ist für mich komplett plan. Ich habe mich überhaupt nicht spoilern lassen. So möchte ich es auch gerne beibehalten. Also keine Spoiler in den Chat, danke. Es sei denn, ich frage explizit nach, was ich machen muss. Aber manchmal frage ich mich leise. Deswegen werde ich mir ein Wort ausdenken, was bedeutet. Ihr könnt mir ruhig sagen, wie es weitergeht. Aber dieses Wort wird heute noch nicht fallen. Zumindest nicht in den heutigen Stream. Nebel, Nebel, Nebel. Ihr seid ja wieder... Ihr seht anders aus. Ich glaube, ihr habt... Ihr seht ja cool aus. Und ihr seid auch netter als eure anderen Freunde aus dem Vorgänger. Die wollten mich in den Tod stoßen. Oh, das ist wieder ein Stock. Nehme ich direkt mal mit. Muss hier lang. Dann nehme ich noch kurz diesen Himmelpilz hier mit, ne? Kann ich aber bitte Kleidung haben? Link friert. Ach du liebes... Nee, nee, nee. Nicht so viel auf einmal.
Yes. Tja. Ein Ast. Okay. Meine Waffentasche ist das erste Mal voll. Okay, ich glaube, das brauche ich nicht, weil... Oder habe ich noch irgendwas Kaputtes, was ich wegwerfen könnte? Nein, sonst habe ich alles... Boah, ich habe nur Äste hier. Ach, guck mal, der Dude ist bestimmt mir gut gesinnt, ja? Ein Rüsthimmelspilz. Die Hitze beim Rösten hat den Geschmack dieses Himmelpilzes noch verbessert. Außerdem kann der Pilz Herzen besser wieder auffüllen als ein ungerüstetes Exemplar. Ah, das habe ich gerade geröstet. Doch bitte, nimm es dir. Geröstet? Oh, entschuldige, ich musste gerade nochmal genau hinsehen. Wir begegnen uns ja zum ersten Mal. Dann hör gut zu. Eine der Aufgaben von Konstrukten ist es, Leuten wie dir diverse Sachverhalte zu erklären. Wenn du also Fragen hast, wende dich an Konstrukte. Wir werden sie beantworten. Soweit zu diesem Punkt. Kehren wir nun zurück zum Thema Rösten. Du kannst Zutaten rösten, indem du sie in die Hand nimmst und dann direkt neben das Lagerfeuer legst. Ich selbst esse ja nichts, deshalb kann ich über den Geschmack nichts sagen. Das ist nur für mich lediglich ein Begriff. Aber von unserem Erschaffern weiß ich, dass das Rösten von Zutaten ihren Nährwert erhöht. Wenn du Zutaten hast, probier das Rösten doch mal hier am Lagerfeuer aus. No, heute nicht. So. Wobei, wie viele davon habe ich? 14? Oh komm, dann nehmen wir doch mal 5 in die Hand. Ablegen. Oh, ich hätte es da liegen lassen sollen. Ach, egal. Habe ich eins auf Reserve. Okay, ich muss hier lang. Putzt du hier? Oder was machst du da? Hast du deine Nägel gefeilt am Baum? Entschuldigung, alle 100 Crocs, die ich hier verpasst habe. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich eines Tages hier wieder und suche euch. Aber höchstwahrscheinlich nicht. Ich würde mal sagen, wir haben gleich hier eine Stunde voll. Dann würde ich mal sagen, dass wir gleich eine 5 Minuten Bildschirmpause machen. Und danach wird es weitergehen. Tempel der Zeit. Schild. Alter Holzschild, okay. Verrostetes Schwert, okay. Da würde ich tatsächlich das hier wegwerfen. Ich kann jetzt einfach so. Das ist ja praktisch. Hallo? Das ist ja mehr als praktisch. Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Verzeih mir, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast bereits meine Stimme vernommen und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir.
Rauru. Rauru, einziger Besitzer der rechten Arms. Des rechten Arms. Bitte sieh mir nach, dass ich dir in dieser Form gegenübertrete. Leider besitze ich keinen Körper mehr. Aber zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Wohlan, so sollte er seine Kraft zurückerlangen. Na denne. Die verschlossene Pforte. Hier kannst du alle Missionen nachlesen. Okay. Die verschlossene Pforte. Als du die Pforte zum Tempel der Zeit untersuchtest, erschien Rauru, der ehemalige Besitzer deines rechten Arms. Ihm zufolge musst du die Kräfte des Arms wieder erlangen, um die Pforte zu öffnen. Die spiralförmigen Lichter führen dich zu den Schreinen, die dir diesen Unterfang ermöglichen werden. Okay. Krog, Schreiner. Wunderbar hier. Wunderbar. Hier ist aber nur dieser eine Schrein. Und da oben ist auch schon wieder ein Gegner. Den machen wir doch mal schnell platt. Mit zwei Leute. Und ein Bogennetz. Okay, ich muss in diese Richtung, also gehe ich erstmal hier hoch. Ich glaube, hier werde ich demnächst irgendwas bauen können. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Wo ist Gras? Oh oh. Wo seid ihr? So, was wollte ich denn machen? Stimmt, ich wollte die Gräser hier farmen. Ach, Spurtlinge waren das, genau. So. Muss da lang. Dann gehe ich erstmal hier rüber. Ich glaube, ich gehe doch lieber hier rüber. Das Wasserfall. Ich hätte gerne wieder so einen Krog-Sensor. Dem er sagt, hier ist ein Krog in der Nähe. Es reagiert schon mal. Das Licht ist nice. Aber ich muss sagen, wir haben zum Beginn schon eine große Waffentasche. Da bin ich was anderes gewohnt.
Wie groß ist meine Schildtasche? Naja. Wir gehen jetzt erstmal zum Schrein und dann machen wir eine Pause. Ukuhoho-Schrein. Uhu. Ist hier vielleicht noch irgendwas dahinter? Nö. Ach ja, die Schreine sind auch wieder da. Da bist du also. Dies ist ein Bannschrein. Hier versiegelte ich vor Urzeiten mit Hilfe meiner Lichtkraft das Böse. Wenn du deinen Arm in diesem Lichte badest, kannst du seine verlorenen Kräfte wiedererwecken. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Einfach der Schrein-Sound aus Breath of the Wild. Ultrahand. Mit dieser Fähigkeit kannst du ein entferntes Objekt greifen. Solange die Hand das Objekt hält, kannst du es drehen oder bei Bedarf an einen anderen Gegenstand befestigen. Der Name dieser Fähigkeit lautet Ultrahand. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt, die Objekte zu bewegen und zusammenzufügen. Wenn du sie klug einsetzt, kannst du damit herstellen, was auch immer dir vorschwebt. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie fortan dir gehören. Armkraft einsetzen. Hiermit kannst du die Kräfte deines rechten Arms einsetzen. Okay. Schaffenskraft. Gut, Leute, aber ich würde mal sagen, wir machen hier an dieser Stelle ein Päuschen. Ich bin circa 5 bis 10 Minuten wieder da. Bis dahin, bis gleich.